Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator zur jetzt aber auch wirklich letzten Folge. Wir sind mit der Ernte durch. Das heißt, du wirst bitte dein Rohr einpacken. Genau. Und begibst dich bitte zum Shop. Tschüss. Wir bringen den Raps weg. Dann sollten wir mit dem meisten Zeugs durch sein. 340.000 haben wir jetzt auf dem Tacho stehen. Das heißt, wir können das letzte Stück Wald aufkaufen. Ja, abholzen alles haben wir leider nicht geschafft. So. Dann kippen wir mal den Rest noch dazu. Mal gucken, was haben wir? 0000000? Ja gut, ein paar Hackschnitzelchen haben wir noch drin. Bisschen Gras und Heu haben wir noch drin. Warte mal, das Heu. Da kann ich doch meinem... Scheune? Da. Hier steht ein Truck drunter. Pass mal auf, mein Freund. Hol du mal bitte vom Hauptsilo. Zur Scheune das Heu. Hab Spaß. So, und wir gucken mal, wo wir den Raps loswerden. Da, Raps. Getreidemühle. Da waren wir doch in der letzten Folge schon fünfmal gewesen. Das ist hier unten. So. Einmal Getreidemühle, bitte. Und dann sind wir fertig. So. Na. Oh. Ich weiß, wo ich nicht hätte viel lang fahren sollen. Ach, fahre ich so rum. Geht ja auch. Hör mal, dich brauche ich nicht mehr. Könntest du bitte gucken, ob du hier hinten rumkommst? Ja, kommt er. Und dich zum Shop begeben. Ach, hier kann ich Kalk kaufen. Gut zu wissen. Na, sag mal. Hör mal. Ah. So. Du begibst dich jetzt bitte zum Shop. Danke. Weil ich habe hier zu tun. Ich muss noch mein Getreide verkaufen. Und dann wird abgerechnet. So, hier hinten wollte auch einer abrechnen. Du bist fertig. Cool. Dann bitte. Zum Shop mit dir. Und wenn wir schon mal hier sind, dann... Kaufen? Ja!
So. Das ganze Land gehört mir. Das Dorf ist aufgekauft. Erledigt. Juhu, das war's. So. Warte mal, lass mich dir mal helfen. Das schaffst du nicht. Das schaffe ich aber. Gut, und jetzt bitte zum Shop. Alles aufgekauft? Alles gehört mir? Die Silos sind weitgehend leer. Das wird noch abgeholt, aber ich denke mal, darauf können wir jetzt verzichten. So. Jetzt werde ich aber noch gucken. Wo ist mein... Da. Nein. Mir fehlt einer. Da. So. Das war die falsche Abzweigung. Jetzt habe ich hier 740 Folgen drauf gespielt und kenne immer noch nicht jede Straße. So. Wenn ich mir überlege, da geht das jetzt wieder von vorne los, den LS22 kennenlernen. Gucken, was neu ist. So. Stopp. Raps. Das war's. Ende der Geschichte. So. Das verkaufen wir jetzt noch. Und dann würde ich sagen, geht der Fahrzeugpark weg. Das werde ich dann aber gleich übers Menü machen. Einfach um zu wissen, wie viel Geld wir am Ende raus haben. Ups, jetzt habe ich mich gerade nach dem Notizzettel umgedreht. Dinge, die man beim Autofahren nicht machen sollte. Notizen. Mit nicht am Handy spielen, das ist nicht getan. So. Das war der Lehrauftrag dieser Staffel, das reicht. Weiter geht's mit Spaß. So, stopp, bremsen. Und I. So. Ich würde sagen, auf das Stroh verzichten wir jetzt. Das war jetzt das Letzte. Oder wollen wir noch eine Runde schlafen? Ah, ne, geht ja nicht. Geht ja nicht. Ja, siehst du, hier muss noch gearbeitet werden. Wir haben es geschafft. So. Ich werde aber die BGA noch mitnehmen. Mal gucken, ob ich schlafen gehen kann. Halt. Sag mal, gib mir mal irgendwas zum Besuchen hier. Danke. War natürlich das falsche Häusel. So. Moin. Du bist im Moment nicht müde. Ha, und wie müde ich bin. Ich muss auf Mitternacht warten. Dann machen wir Folgendes. Wir zeitraffern das. Wir sind jetzt mit allem fertig. Stopp. Das reicht. Große Nachfrage bei Bäckerei. Ja, tut mir leid, wir haben alles verkauft. Wir schlafen jetzt. Halt, was haben wir gesagt? 21 Uhr. So. 21 Uhr. 23 Uhr, 0 Uhr, 1, 2, 3, 4, 5 Uhr morgens. Da sind noch 91.000 aus der BGA. Juhu. Oh, warte mal, ich will Licht haben.
Mist. So. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt alles an zu verkaufen. Wir haben jetzt 486.956.000 Euronen und fangen jetzt an, hier zu verkaufen. Genau. Ich würde sagen, ich mache das mal ganz schnell mit Zeitraffer. Bis gleich. So, ein paar Fahrzeuge konnte ich nicht verkaufen. Das werden wir noch nachholen. Ach, richtig, ja, die stehen ja alle noch auf. Warte mal, du bist doch aus, du wirst doch gar nicht mehr benutzt. Ich müsste dich doch verkaufen können. Müsste ich doch verkaufen? Ja, genau. Ach so, gut. Du aber nicht. Okay. Und jetzt noch die drei Kammers. Mach Stopp. Du? Ach, mach Stopp. Und du auch. So. Weg damit. Okay. Wir sind jetzt bei 2,6 Millionen durch die ganzen Fahrzeuge. So. Oh, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Alles ist leer. Nanu, warum kann ich mich nicht mehr drehen? Warum kann ich mich nicht mehr drehen? Weiter als so kann ich mich nicht mehr drehen. Irgendwas ging hier gerade schief. Kann mich nicht mehr umdrehen. Aber gut. Das soll mir auch egal sein. Oh, warte mal. Tiermenü öffnen. Richtig. Viehhändler. Hof. Alle Schweine verkaufen. Dann die Hühner verkaufen. Damit wir dann zum Schluss den Rest loswerden können. So, das waren die Hühner. Und zum Schluss gehen noch die Kühe weg.
Warum kann ich mich nicht drehen hier? Ich muss die Kühe verkaufen. Aber wie? Hier ist das Tiermenü. So. Alles klar. Wir sind jetzt bei 2,78146 Euro durch die Kühe. Also durch die Tiere insgesamt. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Meine Items. Oh, warte mal, wie komme ich denn da rein? So, Garage. Alles klar. Und wir verkaufen den Rest. So, wir haben alles verkauft. Wir sind jetzt bei 3,377,328 für Gebäude. Alles klar. Ach so, das waren ja gar nicht unsere Lampen hier. Und jetzt kommt der Schluss. Das kann ich verkaufen. Das gehört alles noch mir? Nein. Fangen wir oben an. So, das war's. 6,313. Davon ziehen wir natürlich das Geld ab, was wir am Anfang hatten. Und dann wissen wir jetzt ganz genau, was diese Welt kostet. Und die Frage ist nach 741 Folgen beantwortet. Damit verabschiede ich mich vom Minibrunn. Ich verabschiede mich vom Landwirtschaftssimulator 19. Und ich hoffe mal, ich verabschiede mich nicht von euch. Oder zumindest nur für einen Tag. Denn es geht mit dem LS22 weiter. Der ist ja mittlerweile da. Und ich sage von hier aus, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. LS22 war wirklich ein guter Landwirtschaftssimulator. Hat mir sehr gefallen. Ah, hier liegt noch ein Stück Holz rum. Das haben wir nun nicht verkauft. Ich werde jetzt mal schauen, wie der LS22 mit den Mods startet. Und dann geht es natürlich hier mit der Landwirtschaft weiter. Ansonsten gibt es auch genug andere Videos. Und deshalb sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.